Was ich an Wien unglaublich gerne mag und was mich eigentlich hier zwei, dreimal im Jahr immer wieder herzieht, ist die Tatsache, dass hier auch letztendlich stilistisch gesehen verschiedene Kulturen so aufeinander stoßen. Und all diese Einflüsse amalgamieren sich hier natürlich einfach zu einem wunderbaren Gemisch, das immer wieder eine Herausforderung ist und in das ich immer wieder gerne eintauche. Ich finde, was an einer solchen Auktion über Österreich zu sein so wahnsinnig interessant ist, beispielsweise im Vergleich zu französischem, italienischem oder amerikanischem Mid-Century-Design, Nachkriegsdesign, ist die Tatsache, dass vieles überhaupt noch nicht richtig erschlossen ist. Ja? Also über Serge Mouy und Charlotte Perriand und Jean Prouvé oder Charles and Ray Eames wissen wir so gut wie alles. Das ist alles tausendfach dokumentiert. Aber über das, was Familie Hagenauer gemacht hat, deren Archiv komplett verloren gegangen ist, können wir nur mutmaßen. Bei Auberg ist es ein bisschen besser dokumentiert, aber die Geschichte des österreichischen Designs ist noch lange nicht auserzählt. Und man kann sich einfach jetzt über ganz viele der einzelnen Namen sozusagen jetzt hier in der österreichischen Designgeschichte kann man sich dieser Sache annähern und kann einfach unglaublich schöne Entdeckungen machen.